Willkommen zu einem neuen Part Story of Seasons und heute ist die Nutztiermesse. Frühlingszeit ist Mumu-Festivalzeit. Registriere dich vor dem Marktplatz zwischen 10 und 13 Uhr. Nimm mit deiner Lieblingskuh an diesem coolen Wettbewerb teil. Wow, was für ein Wortsitz. Dann wollen wir das mal machen. Aber erstmal müssen wir uns um unsere Feldsachen kümmern. Oh, wir haben Post. Seidenland hat neue Waren im Angebot. Seidenland hat sich wieder mit all den beliebten Items eingedeckt, auf die du gewartet hast. Asche aus Seidenland. Das ist aber cool, aber wir müssen jetzt erstmal unsere coolen, verstanden, Sachen gießen. Und dann müssen wir unsere coole Kuh schön machen. Ich glaube, wir werden eh nichts gewinnen, weil das halt einfach unrealistisch ist. Unsere Kuh ist einfach noch zu neu dafür. Aber nach diesem Festival werden wir unsere Kuh decken. Ich weiß zwar noch gerade nicht, wie das geht. Aber dann kriegt sie halt ein Baby. Und dann haben wir zwei coole Kühe. Und das ist cool. Na toll. Ich glaube, ich lege mal Futter in die Lagerkiste. Ich wollte hineinlegen. Hupsi. Da war gerade die ganze Zeit die Maus. War die im Bildschirm? Ich weiß es nicht. So. Wir müssen unbedingt Kaninchenfutter. Füttere Kaninchenfutter. Ich weiß nicht mehr, wo eine Kaninchenfutterstelle ist. Ich lege das auch erstmal rein. So, das sollte jetzt erstmal reichen. Ist Asche denn morgen da? Weil wir müssten unbedingt. Hier habe ich auch noch nicht gegossen. Weil wir müssten unbedingt Sachen verkaufen. Man sieht es ja, unsere ist so voll. Also unsere Tasche. Steckrübensamen. Also sie werden auch immer so ungleichfertig reif. Also es ist ja nicht so, dass alle auf einmal reif sind, sondern immer so ungleichmäßig. Und das hat perfekt gereicht, weil jetzt haben wir keine Steckrübensamen mehr. Wir können uns eigentlich noch welche kaufen. Es wird reichen. Aber wir können auch einfach vom Gras leben. Also da vom Futter. Das war's. Okay, ich habe noch ein Herz. Da bürsten wir lieber mal unsere Kuh. Und wir brauchen unbedingt die Mistgabel. Wir haben, glaube ich, 3 Eisen. So, jetzt darf ich nichts Anstrengendes mehr machen. Ich könnte sie noch melken. Aber ich will nicht umfallen, das will ich nicht riskieren. Ach, Mann, das ist so blöd mit der Ausdauer. Aber sind denn heute überhaupt... Kann ich mit den Leuten reden? Weil normalerweise bei so Festivals ist es ja immer so, dass ich nicht mehr mit den Leuten reden kann, da sie nicht da sind. Können wir mal schauen. Ach, die Oma hier, die steht noch hier. Und dann kann man anscheinend in Story of Seasons noch mit den Leuten reden, weil, ja. In anderen Spielen ist das nicht so. Also in den anderen Harvest Moon war das dann nicht so, dass dann an Festivaltagen alle Leute weg waren. So war das doch immer, oder? Ich weiß es gerade nicht, aber ich glaube. Hier, das sammeln wir alles ein. Das Kaninchen bleibt bei mir. Ich hab dich lieb. Es hat mich nicht lieb. Gibt's hier irgendwo Insekten? Die fange ich natürlich auch.
Obwohl meine Tasche wahrscheinlich bald voll sein wird. Mal wieder. Aber es sind ja keine neuen Insekten. Zum größten Teil sind es die Insekten, die ich ja schon in meiner Tasche habe. Dann stapeln die sich einfach. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ja. Wie viel Uhr haben wir? 10. Okay, dann gehen wir mal schnell runter zum Marktplatz. Hier, das kann ich ja alles noch fangen. Ich guck. Oh Gott, es gibt's. Viele heute. Heuschrecken. Neue Blumen wachsen, das ist gut. So, aber ist jetzt die Asche aus Seidenland da? Das will ich auch nochmal schnell schauen. Und ich müsste eigentlich noch mit allen Leuten reden. Irgendwie hängt es gerade. So, jetzt geht's. Nicht... okay. Was machen die da? Was machen die da? Warum gehen die da alle... Wow! Alle Leute kommen auf einmal. Habt ihr es gesehen? What? Kann ich mit allen Leuten reden, schnell. Ach, die gehen alle zum Marktplatz fürs Festival. Na, wartet. Regga ist schon gegangen. Ich melde mich jetzt an. Ja. Ein halbes Herz. Leckerlis, gesund, Nebenprodukte 1, Festivalsieger. Okay. Jo, ich glaube nicht, dass ich gewinnen werde, aber egal. Ich glaube, es bringt sogar so ein paar Pluspunkte, wenn ich an Festivals einfach nur teilnehme. Unser erstes Festival in Story of Seasons. Herzlich willkommen zur diesjährigen Nutztiermesse im Frühling, dem Mumu Festival. Ich werde euch nun die Teilnehmer vorstellen. Teilnehmerin 1, Ela von der Sonnenscheinfarm mit Hernandez. Coole Kuh. Teilnehmerin 2, Elise von der Margaret-Farm mit Donner. Ich habe gerade nicht lesen können. Teilnehmerin 3, Mina von der Ming Ming Farm mit Mary. Teilnehmer 4, Jasmin von der Sonnenfarm mit Hanako. Wow, bei mir jubeln alle. Nun, ich habe die Ehre, euch unseren Gastjuror vorzustellen, den berühmten Tiertrainer Wufio. Was ist das denn, bitteschön? Hey zusammen, ich bin Wufio und ich bin ein wurfsinniger glücklich. Ich bin wurfsinnig glücklich, hier zu sein. Beginnen wir nun mit der Bewertung. Wenn ich die Teilnehmer in den Wartebereich bitten dürfte. Okay. Aha. Oho, das hier ist super, ohne jeden Zweifel. Meine Kuh mag er bestimmt nicht. Oho, das hier ist super, ohne jeden Zweifel. Sagt jetzt immer das Gleiche. Der Typ macht mir Angst. Was ist das? Oh. Das soll er auch bei mir machen. Dieses Exemplar sieht stellenweise etwas angeknabbert aus. Okay, dieses Tier hat vorzügliche Eigenschaften. Ja, okay, dann werde ich wahrscheinlich Dritter. Meine Damen und Herren, der Juror hat sich entschieden. Wir werden nun die Gewinner küren. Auf dem ersten Platz und damit Gewinner des diesjährigen Mumu Festival ist... Oh mein Gott, das ist so spannend! Elise mit Donner von der Margaret Farm. Einen kräftigen Applaus bitte. Auf den zweiten Platz ist Ela von der Sonnenscheinfarm. Den dritten Platz hat Mina von der Minging Farm errungen. Und den vierten Platz hat Jasmin von der Sonnenfarm. Herzlichen Glückwunsch an unsere Gewinnerin Elise. Warum bin ich Vierter? Hiermit beenden wir diesjährige Mumu Festival. Schön, dass ihr alle da wart. Bis zum nächsten Jahr. Oh mein Gott. Nächstes Jahr werde ich euch alle fertig machen. Nie wieder werde ich Vierter. Das ist so traurig. Tut mir leid, mein Kleiner. Schade, dass du nicht gewonnen hast. Aber du bist auf dem richtigen Weg. Nächstes Mal gewinnst du. Dieser Geschmack von Milchprodukten hängt stark von der Qualität der verwendeten Milch ab. Die Unterschiede können da sehr groß sein. Wenn die Milch einer guten Kuh verwendet, hast du viel größere Chancen, Käsebutter von hervorragender Qualität herzustellen.
Jasmin, bitte sei auf deinem Nachhauseweg vorsichtig. Ja, okay. Ja, tut mir leid, dass ich verloren habe und so schlecht bin. Hallo? Meine Kühe können sich immer an wunderschöne Blumen laben. Deshalb gehören sie auch zu den köstlichsten Milch, bla bla bla. Ich will, wo ist mein Freund? Hä, wo ist Reggae? Da ist er. Ich fand es erstaunlich, wie alle die Kühe so ruhig bleiben konnten, als sie da aufgereiht rumstanden. Ein Champion muss das wohl drauf haben. Oh ja. Okay. Ja, ich war einfach schlecht. So. Erst 15 Uhr, der Tag ist noch lang. Aber was sollen wir machen? Alle gehen jetzt wieder. Ich kann nichts machen. Noch ein paar Insekten fangen. Aber ich habe auch so wenig Energie wieder, dass es nichts bringt, jetzt zu tauchen oder so. Das will ich jetzt nicht riskieren. Naja, egal. Dann gehe ich einfach schon früher schlafen oder so. Oder ich stelle meine Farm um. Das könnte etwas hilfreich sein, wenn ich meine Farm ein bisschen umstelle, weil die sieht momentan nicht so toll aus, weil ich die irgendwie komisch umgestellt hatte. Naja, ist ja jetzt auch im Zwischenstand wieder fast 16 Uhr. Da ist das auch gut, wenn wir mal früher schlafen gehen, ne? Dann sind wir morgen fit. Haben vielleicht ein bisschen mehr Ausdauer. Das wäre schön. Ah, naja. Dann erstmal die Farm umstellen. Ich glaube, das macht man drinnen. Okay, das macht man anscheinend doch nicht. Wo macht man das denn? Hä, wo macht man das denn nochmal? Ah, hier. Coole Mucke. Oh Mann. Hä? So. Okay, das ist ein bisschen unpraktisch mit dem Feld, ne? Setzt du das einfach alles ein bisschen weiter vorne? Die Bäume stören mich ja so extrem. Okay. So. Ich glaube, jetzt wird es mal ein bisschen besser hier. Aha. Auch mal alles umstellen. Aber es finde ich eigentlich ganz cool, dass man die Farm so individuell gestalten kann. Ach, toll. Ich muss einfach nur
alles ein Stück nach hier setzen. Geht es nicht? Hä? Doch. So. Hoffentlich geht das mit dem Feld. Ja, müsste gehen. Ja, yeah, jetzt haben wir es wenigstens ein bisschen ordentlich gemacht. Ich habe es ein bisschen dumm aufgenommen. Das kann man noch... Warum? Ach, wollen die mich alle verarschen, Alter. Ich frage mich gerade, was ich hier mache. Was mache ich hier? Ich frage mich echt, was ich hier mache. Zwar jetzt blöd, aber egal. Ich mache ja die ganze Zeit immer das Gleiche hin und zurück. Ohne Sinn. Vielleicht. So. Warum? Warum geht das nicht? Dieser Baum muss einfach weg, dann wäre alles perfekt. Ah, sieht so blöd aus jetzt. Okay, dann machen wir es. Jetzt verschiebe ich alles nochmal. Sorry. Aber die. Also, es ist cool, dass man die Farben gestalten kann, aber wie man das macht, ist ein bisschen blöd. Es wäre cool, wenn man es einfach am Touchpad regeln könnte. Naja. Egal. Was ist das an der Seite? Okay, dann... Fertig. Ende. So. Dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Part. Mich würde es freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch geben würdet oder mich abonnieren würdet oder einfach einen Kommentar da lasst. Und wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss!